Showdown in Berlin. Sosan Cepli gegen Bürgermeister Michael Müller. Beide wollen in den Bundestag und kämpfen um denselben Wahlkreis. Fairer Wettkampf oder haben Frauen es schwerer, Karriere in der Politik zu machen? Nur knapp ein Drittel der Bundestagsabgeordneten sind Frauen. Hilft da eine Quote? Oder soll nur die Kompetenz entscheiden? Und sind Kinder häufig das Karriereende für Frauen? Ganz viele Themen, wo ich jetzt schon einen Puls habe von 210, der sich auch nicht beruhigen wird. Wo fange ich jetzt an? Also genau, ich stelle mir das wie folgt vor. Du willst kandidieren für den Bundestag, dann kommt dein Chef da in dein Netz rein und macht da jetzt irgendwie auch mit. Motiviert dich das oder macht dich das sauer, ganz ehrlich? Nein, darum geht's gar nicht. Weder Motivation noch sauer sein, sondern ich komme aus einer Region, meine Eltern kommen aus einer Region, wo ich wahrscheinlich, wenn ich kandidiert hätte, im Knast säße. Ich finde, wir leben in einem demokratischen Land, wo es total normal sein sollte, in einem Wahlkreis zu kandidieren, der auch mein Heimatbezirk ist, genauso wie er, der Regierende, das Recht hat, in dem Wahlkreis auch anzutreten. Für mich ist das echt ein demokratischer Prozess und ich bin total stolz, irgendwie in diesem Land zu leben und das machen zu können, ohne dafür Repression oder so zu erfahren. Weißt du, was ich meine? Also es ist eher die Seite, dass es sich dann doch irgendwo motiviert oder glücklich stimmt. Das macht dich nicht sauer. Du gehst jetzt nicht auf Konfrontation. Nein, aber ich habe schon letztes Jahr kommuniziert, ganz offen und transparent, dass ich mich bewerben werde um diesen Wahlkreis. Ja. Von daher, ich bin bei meiner Linie geblieben und bin mit mir im Reinen. Jetzt ist eine blöde Konstellation entstanden. Aber ich glaube, das muss möglich sein, in einem fairen, transparenten Wettstreit, dass der Beste, die Beste dann gewinnt. Also, denkt er auch so? Was meinst du? Bitte? Denkt er auch so? Ich glaube schon. Also wir können beide nur gewinnen, wenn wir beide genau so denken. Weil wenn wir es nicht täten, wenn es unfair würde und intransparent, glaube ich, dann schadet das der Partei. Aber ob es fair ist, in der Politik, das wage ich mal dahin zu stellen, weil ich glaube, da sind sozusagen die Meinungen driften da weit auseinander. Also zum einen, dass er sozusagen in deinen Wahlkreis kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das ein bisschen geärgert hat. Was auch normal ist, würde mich auch ärgern. Voll. Auf der anderen Seite, das, was du da machst, ist schon einmalig in der Form, muss man auch sagen. Ist interessant, auch mal zu erfahren, warum oder was ist das für ein Gefühl? Also auch wenn du jetzt quasi gegen deinen ehemaligen Chef oder Amtierenden gewinnen würdest. Was würde das bedeuten für den regierenden Bürgermeister, aber vor allem auch für dich? Also du hast jetzt mehrere Fragen gestellt. Kann sie super. Beantworte eine, die dir am liebsten ist. Ich meine, erstens glaube ich, wird er das genauso sportlich sehen wie ich, müssen wir. Wir sind eine demokratische Partei, die SPD, und da muss es möglich sein. Dass ich mir einen anderen Weg gewünscht hätte, ist ja klar. Ich meine, ich würde hier sitzen und lügen, wenn ich sage, ja, alles toll. Natürlich nicht. Ich hätte mir eine andere Lösung gewünscht. Jetzt ist es aber so. Und jetzt müssen wir irgendwie echt schauen, dass wir, dass jeder mit den Inhalten, ich will lieber eine inhaltliche Diskussion führen. Wofür stehe ich eigentlich in diesem Wahlkreis? Was sind meine Kompetenzen? Was sind meine Schwerpunkte? Weil was wir Frauen ja permanent erleben, ist diese Reduktion auf Nicht-Inhalte. Was liefert sie denn inhaltlich? Mhm. Was kann sie denn eigentlich? Diesen Vorwurf höre ich ja auch ganz oft. Aber diese Frage wird sonst in der Politik ja nicht so oft gestellt. Nee, bei Frauen. Und ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt darüber sprechen, warum gibt es so wenig Frauen in der Politik? Weil ich glaube nicht, dass Frauen gerne reden, um sich reden zu hören, sondern wir wollen eigentlich sehr gerne mit Inhalten überzeugen. Wir wollen keine Zeit verschwenden mit Profilierungssucht. Ich wiederhole nicht mehr in einer Konferenz das, was schon mal gesagt wurde. Warum sollte ich das tun? Das wurde bereits gesagt. Und das stelle ich mir als Frau in der Politik wahnsinnig, ehrlich gesagt, nervig vor, mich auf so ein Spiel, und wahrscheinlich hat man doch keine andere Wahl, als sich zum Teil auf so ein Spiel einzulassen. Denn die Wahrheit ist, natürlich geht es eben ja nicht nur um Inhalte, sondern es geht um Seilschaften, es geht um Freundschaften, es geht um Profilierung, es geht um Selbstmarketing. Wie gehst du damit um? Aber ich finde, das ist alles okay. Weißt du, dass du dich profilierst in der Politik, das ist total okay. Dass du dich vermarktest, ist auch okay. Dass du aber am Ende geht es um die Inhalte, für die du streitest. Ich bin vor über 20 Jahren in die SPD eingetreten, weil ich, und es klingt jetzt irgendwie ziemlich groß, die Welt besser machen wollte. Weil ich weiß, dass meine Eltern nie die Möglichkeit gehabt hatten, eine Stimme zu haben im Flüchtlingslager, in dem sie 20 Jahre gelebt haben. Ich bin in die Partei getreten, genau deshalb. Welt verändern. Und dann, das andere gehört irgendwie ein bisschen dazu, aber das bleibt der Mittelpunkt. Und ich finde, da müssen wir wieder hin, um Menschen auch wieder zu begeistern und zu gewinnen für die Parteien. Weil was wir ja auch erleben, ist so ein bisschen Vertrauenskrise in Politik. Und da kann Frau, glaube ich, total viel leisten. Weil wir als Frauen eben einen anderen Weg gehen. Ich musste und habe
ich weiß, dass ich, und ich bin nicht naiv, dass es diese Spiele gibt und du musst manchmal auch bestimmte Dinge mitmachen. Aber ich bin dahin gekommen, ohne dass ich mich zu tief eingrabe. Aber ich finde das so ein bisschen, ehrlich gesagt, jetzt auch so von beiden Seiten so schwierig, das sozusagen nur den Frauen zuzuschreiben. Also, dass die Frauen sozusagen nicht eitel wären, dass die keine Strategen sind, dass die nicht keinen Machtinstinkt haben. Also, ich glaube, aber das sind ja. Das sind alles Eigenschaften, die man braucht. Wir profitieren uns doch auch. Genau. Aber meine Frage wäre, weil du ja ganz viel auch von Inhalten sprichst, was sind die Inhalte? Also, was willst du zum Beispiel sozial, politisch verändern? Ja. Warum sollen wir dich sozusagen wählen? Ja. Was ist das Programm inhaltlich? Was würdest du da sozusagen aufhören? Danke, dass du diese Frage stellst, weil die fehlt ganz oft. Ich habe in meinem Kandidatenbrief 4 Themenfelder aufgeschrieben. Ich habe gesagt, beim Thema Sozialpolitik. Ich finde, dass wir bei der SPD Sozialpolitik viel zu sehr immer auf diese Hilfsprogramme setzen. Also Abschaffung von Hartz IV etc. Was ich mir wünsche, ist aber, das ganze Thema Solidarität größer zu schreiben. Ich frage mich immer, warum muss ein Millionär zum Beispiel Kindergeld bekommen? Warum muss es eine Kita-Gebührenfreiheit für Leute geben, die Geld haben? Wieso können wir nicht das Geld sozusagen dann nehmen und in Bildung stecken? Also es gibt meine Ansprüche wären, viel stärker die Gemeinschaft, die Gesellschaft mit in Verantwortung zu nehmen, damit wir alle vorankommen. Ich kenne total viele Leute, die Geld haben, die sagen, ich brauche das Kindergeld nicht. Ich will lieber, dass die Schulen funktionieren, dass die Bildung funktioniert, bin bereit, das Geld herzugeben. Also das ist ein Beispiel. Sozialpolitik verstehen, nicht nur vor dem Hintergrund immer mehr Hilfsmaßnahmen und Hilfspaketen wie Hartz IV und weiterem. Das ist das eine. Außenpolitik. Ich finde, die SPD muss wieder zu der Friedenspartei sein. Wir sehen, was in Belarus, was auf der Welt passiert. Da will ich eine starke SPD-Friedenspolitik sehen. Was ist denn eine Friedenspolitik? Ist das der Pazifismus? Ist das, dass man ein Nein sagt zu dem Bundeswehr einsetzen? Nein, natürlich nicht. Sondern? Weil Pazifismus allein bringt uns keinen Frieden. Nein, wir wollen ja alle Frieden. Die Frage ist, wie definierst du das? Also außenpolitisch. Das kommt auf den Einzelfall an. Es gibt manchmal in Konflikten durchaus Berechtigung, da auch militärisch zu agieren. Ich kann nicht immer sagen, Friedenspartei ist für mich eine Partei, die immer darauf achtet, dass am Ende ein friedlicher Ausgleich da ist. Aber um es mal zu konkretisieren, die Anti-IS-Koalition sollte ja seitens der SPD zum Beispiel nicht verlängert werden. Das hätte verheerende Folgen gehabt, insbesondere auch für die Frauen in den Krisenregionen aus der IS-Gefangenschaft. Wäre ich dagegen gewesen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu konkretisieren, damit die Menschen auch verstehen, okay, worum geht's. Absolut. Also bei der Anti-IS, ich meine, ich war aber damals bei Steinmeier, als wir die IS-Koalition mit auf den Weg gebracht haben. Deswegen, ich finde sie richtig. Und das ist auch das, was ich meine. In manchen Konflikten macht es total viel Sinn, militärisch reinzugehen. Aber ich würde die Friedenspolitik nicht nur auf das Militärische begrenzen. Es geht um Entwicklungspolitik. Genau, es ist das letzte Primat. Es geht um Entwicklungspolitik und viel, viel mehr. Und zum Beispiel bei der Frage Geschlechtergerechtigkeit, da habe ich auch eine Politik und einen Ansatz zu sagen, wir brauchen die Quote. Ich setze mich als SPD-Politikerin dafür ein, dass wir in Führungspositionen eine Quote haben. Für das Paritätsgesetz. Dass wir bei der Sorgearbeit Chancengleichheit haben und nicht immer die Frauen den Kürzeren treten. Also das sind einzelne inhaltliche Punkte. Meinst du wärst mit einer Quote inzwischen weiter jetzt schon in deiner Karriere? Hätte es die schon gegeben? Weißt du, ich habe damals immer gesagt, wir brauchen keine Quote. Weil wenn du gut bist als Frau, kommst du dahin, wo du willst. Aber das meinte ich mit, guck dir die Zahlen an. Mhm. Wir sind ein fortschrittliches Land. Wir sind ein reiches Land und schneiden so scheiße ab, wenn es darum geht, Frauen in Führungspositionen zu sehen. Und das darf nicht sein. Aber geht es dann nicht auch um Leistung? Also es geht um die strukturelle Benachteiligung. Für die brauchen wir eine Quote. Absolut. Aber ich möchte nicht bevorzugt werden, nur weil ich eine Frau bin. Ich will auch nicht benachteiligt werden, weil ich eine Frau bin. Aber du wirst benachteiligt, weil du eine Frau bist. Und da wird ein Schuh draus. Gut, ich sage mal, die strukturelle Benachteiligung, da bin ich natürlich bei dir. Und da sage ich auch, wir brauchen in gewissen Formen auch eine Quote. Aber ich hoffe, dass wir es schaffen, in einer Gesellschaft zu leben, wo wir die Quoten irgendwann überflüssig machen können. Aber meinst du, dass wenn du jetzt ein alter, weißer, grauhaariger Mann wärst, wärst du weiter jetzt und schneller hochgekommen als so wie jetzt? Du, ich kann nicht, um mich geht's nicht immer. Weil nein, es geht auch um dich, weil du natürlich unser Gast bist, wir wollen dich wollen dich ja kennenlernen. Genau, es ist, aber die Argumentation, ich setze mich ein für die Quote, nicht weil ich es nicht geschafft habe. Ich bin privilegiert. Nee, aber meine Frage ist einfach, wenn du ein alter, weißer Mann wärst, wärst du jetzt weiter? Das weiß ich nicht, ob ich weiter wäre. Ich kann nur sagen, dass ich bin natürlich auf diesem Migrantenticket auch da, wo ich bin. Das ist auch Quote. Mhm. Weißt du, ich glaube, wenn ich sogar weiß gewesen wäre,
Und Mann, dann hätte ich vielleicht den Posten nicht bekommen, sondern ich habe ihn auch, ich habe ihn auch bekommen, weil ich diesen Hintergrund habe, aber nicht nur, sondern weil ich gut bin. Mhm. Das müssen wir als Frauen, glaube ich, auch total immer uns einsehen. Wir sind, einerseits bin ich eine Quote, aber ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht auch Qualität mitbrächte. Ja, weil das ist das, was mir ganz oft auffällt, nämlich beim Feminismus oder beim Thema Emanzipation, dass es oft eine Einbahnstraße ist. Und das macht mich dann immer ein bisschen sauer, weil dann wird der unnötig laut, der Feminismus. Und das haben wir eigentlich gar nicht nötig. Und da schließt sich dann auch wiederum der Kreis. Aber so jetzt von deinem Joballtag zu sprechen, die Frage kann jeder beantworten, jede Frau, die berufstätig ist. Aber für dich jetzt spezifisch, hast du das Gefühl, dass du die nötige Unterstützung bekommst? Hast du ein gutes Team? Wie funktionierst du? Oder bist du ein Alleingänger, der einfach bam, bam, bam macht und... Nein, ich habe irgendwann gemerkt, dass du ein Team brauchst, vor allem brauchst du ein Netzwerk. Ich habe irgendwann angefangen, mit diesen auch Frauen Dinner bei mir zu organisieren, weil ich sehe, wie die Männer das machen. Die gehen dann nach der Arbeit, die gehen ein Bier trinken, vernetzen sich und das geht alles irgendwie low profile. Ja. Und wir machen das nicht so gut, finde ich. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte mein Netzwerk, was echt breit ist, auch anderen Frauen anbieten, damit sie auch weiterkommen. Wenn ich alleine da oben bin, das reicht nicht. Wir brauchen ganz viele, die da oben mitspielen, um letztendlich das Frauenthema auch voranzubringen. Ja. Also ich netzwerke, ich habe ein Netzwerk hinter mir. Viele Frauen, die mich supporten, auch jetzt wieder, die sagen, hey, go for it. Es ist richtig, diesen Weg gegangen zu sein. Aber wir dürfen die Männer nicht aus der nicht entlasten. Ne? Also wenn wir alleine diesen Weg gehen als Frauen, kommen wir auch nicht weiter. Wir brauchen die Männer, die mit uns kämpfen. Das ist der Punkt. Wir wollen ja die Männer nicht abbauen. Wir wollen uns Frauen nur aufbauen. Genau. Das und du brauchst sie. Und aber ganz kurz. Eine Sache nur. Ich will jetzt nicht wieder Wasser in den Wein gießen, aber so zu tun, als wenn Frauennetzwerke jetzt dazu führen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, ich bitte euch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf meinem beruflichen Weg der Vita habe ich Unterdrückung nicht nur von Männern erfahren, ja, sondern es ist eben Grunde genommen, wir sind noch nicht so weit und es ist immer noch eine Stutenbissigkeit da, die mich manchmal schockiert, die ich in meiner Form von alten, weisen Männern so nicht erlebt habe. Da wurden mir viele Türen geöffnet und ihr wisst, ich bin eine Frauenrechtlerin. Ja, weil das heißt, vielleicht nicht gefährlich. Es gibt Frauen und es gibt auch Frauen, die zu grausamen Dingen in der Lage sind. Das muss ich nicht nur sagen vor dem Hintergrund beispielsweise von IS-Kämpferinnen als Teil der Sittenpolizei. Wir können doch jetzt nicht so tun, als wenn die Frauen jetzt quasi das bessere Geschlecht wären. Das finde ich schwierig. Aber weil du gerade ansprichst, auch diese Frauennetzwerke und so weiter. Die sind total wichtig. Die sind natürlich wichtig, aber dann, wenn sie ernst gemeint sind. Und ich finde generell, also das ist sozusagen, wenn das mit so einer Bigotterie einhergeht, dann nützt es uns nichts. Und ich beobachte oft, vielleicht ist das sozusagen mein ganz persönliches Empfinden, dass wir beigebracht bekommen haben, es kann nur eine sozusagen nach oben. Und dann automatisch diese Competition ausgelöst wird, die total überflüssig ist. Dann schreie ich die aus. Selbstverständlich. Ich bin so oft aber insbesondere im beruflichen Leben nicht mehr. Selbstverständlich. Aber das Problem ist da und ich glaube, das ist strukturell gemacht. Das ist teilweise auch Männer gemacht, dass uns eingeredet wird, es kann nur eine schaffen. Und ich hoffe, dass es viele starke Frauen schaffen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also, gebe ich dir absolut recht. Ich finde nur, dass man, egal ob Mann oder Frau, wenn ein Mensch dir nicht gut tut, dann muss dieser Mensch aus deinem Dunstkreis verschwinden. Weil aber wir leben ja nicht auf dem Ponyhof. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, das ist ein großes Thema, ein weiteres großes Thema, was du auch große Diskussionen ausgelöst hast, war zum Thema Mutterschutz. Da hast du auch einen Tweet abgelassen, und zwar den da. Wann gehst du in den Mutterschutz? Möchte bis zum Schluss durchziehen. Wie lange machst du Elternzeit? Gar nicht. Nimm dir Zeit. Kind braucht dich. Ändert dein Leben. Arbeit wird zweitrangig. Das kommt ständig und fast nur von Frauen. Dachte, wir sind weiter. So, das war, da möchte ich gleich mal fragen. Deswegen habe ich jetzt aber nichts gesagt. Denn das war tatsächlich einer dieser Themen, wo ich mal nachts mit dem Handy im Bett lag und sozusagen auf Instagram Artikel kommentiert habe. Weil ich das folgendermaßen aufgefasst habe. Ich war in der Elternzeit, ich habe 3 Kinder. Ich finde, jeder Frau soll das gleichgestellt, also offen sein, wie man das handelt. Ich finde aber es völlig in Ordnung, dass man sich Zeit nimmt, um ein Kind zu begrüßen. Und ich finde auch gar nicht, dass wir sind weiter. Ich hoffe, wir sind so weit, dass sich nicht nur eine Mutter die Zeit nimmt, ihr Kind zu begrüßen, sondern auch der Vater die Zeit nimmt, das Kind zu begrüßen. Weil ich finde, das ist einer der elementarsten Sachen, die einem im Leben passieren kann. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich keine Lust mehr habe auf Karriere, sonst würde ich ja nicht hier sitzen mit 3 Kindern. Aber ich habe mir eben auch, ich fand es ganz toll, diesem Ereignis Priorität einzuräumen. Für mich kam das in diesem Tweet so rüber, als sei es quasi nicht feministisch, diesem Ereignis Priorität einzuräumen. Und deswegen habe ich sehr emotionale, höfliche, aber sehr emotionale Kommentare geschrieben. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich nicht auf Instagram bin. Noch nicht. Aber nein,
was ich sagen wollte damals ist, ich möchte nicht, dass mir der Vorwurf gemacht wird, ich wäre eine Rabenmutter, wenn ich das nicht tue. Ich habe es ja gesehen, was es heißt, ein Kind zu haben. Mein Kind ist jetzt seit 3 Monaten da. Und ich sehe, wie schwer es ist, ihn loszulassen und arbeiten zu gehen, hierher zu kommen, ihn allein zu lassen. Ich habe das total unterschätzt. Aber ich wollte allein die Erfahrung machen. Ich wollte nicht, dass mir irgendjemand sagt, hey, du musst aber jetzt Elternzeit nehmen, hey, du kannst nicht nach dem Mutterschutz sofort zurück, hey, du musst die Mutterschutzfristen einhalten vor der Geburt. Meine Fruchtblase ist geplatzt, ich war da auf dem Weg zum Senat. Und das war total okay. Das war für mich okay, mir ging es gut, warum soll ich das anders machen? Aber jetzt sehe ich auch, zum Beispiel habe ich jetzt keine Elternzeit, aber Urlaub, weil ich sehe, der Kleine braucht mich einfach noch. Ich kann nicht einfach so tun, als wenn ich jetzt wieder voll hardcore durcharbeite. Aber das ist sozusagen von Frau zu Frau anders. Also ich möchte nicht verurteilt werden, wenn ich zurückgehe. Und genauso finde ich das total toll, wenn eine Frau sagt, ich bleibe zu Hause bei meinem Kind. Das wollte ich eigentlich nur damit ausdrucken. Siehst du die Frauen, die dir diese Ratschläge gegeben haben, jetzt vielleicht nach der Geburt des Kindes auch anders? Also dass sie es vielleicht gar nicht so gemeint haben, so, ja, wirst du schon sehen, sondern dass sie quasi vielleicht ganz oft aufrichtig gemeint haben, lass einem Körperteil zu heilen, lass dir Zeit in der Situation anzukommen. Eben das, was du gerade beschrieben hast, dass das vielleicht gar nicht bevormundend gemeint ist? Vielleicht also, was ich jetzt auf jeden Fall sehe, ist, dass kein Mensch dir beschreiben kann, was passiert mit einer Frau, wenn sie ein Kind kriegt. Das kann alles, was du hörst über wie toll es wird oder wie schlimm oder wie anstrengend oder wie viel Liebe oder so, das ist so überwältigend, dass ich eigentlich jetzt sogar noch mehr aufgehört habe, darüber zu sprechen, weil das kannst du einfach nicht erklären. Das ist so gigantisch, das ist so gigantisch, was in einer Frau, in einer Mutter, in Eltern abgeht, wenn sie das kleine Kind sehen. Und diese Gewissensbisse, die du ständig hast, das schlechte Gewissen, auch nur eine Stunde weg zu sein. Das hätte mir vorher, hätte ich dann gesagt, erzähl mal, ich sehe es jetzt. Und deswegen bin ich total demütig. Und wir können dich beruhigen, als hört nicht auf. Diese Gewissensbisse werden sich niemals legen. Jeder, der dir sagt, das wird besser, lügt. Ja. Wir haben noch ein paar Fragen von unseren Followern auf Instagram für dich. Und zwar will Mari.onair wissen, wie bringen Sie Karriere und Familie zusammen, jetzt wo Sie gerade Mutter geworden sind? Soll ich direkt darauf antworten? Das wäre super. Ich bin privilegiert und habe eine richtig große Familie. Ich habe ja 12 Geschwister und ganz, ganz viele Nichten und Neffen. Die supporten mich einfach. Und ich habe einen ganz tollen Mann, der viel zu Hause ist. Und so, sonst könnte ich das nicht. Es geht auch nicht allein. Geht der in Elternzeit, der Mann? Nicht formell, aber der kann sich das gut einteilen. Also der hilft mir so viel. Dann ich darf keine Fragen mehr stehen. Doch. Ich lese nur die nächste Frage, weil die sind ja lassen jetzt die Zuschauer auch. Das ist ja unser Instagram-Kanal, da können Sie ja zu Hause Ihre Fragen immer zum Wochengast stellen. Oder auch wenn Sie Fragen an Patricia und Duzen haben, natürlich auch gerne an mich, bitte nicht. Nein, nein, also darum geht es ja. Die nächste Frage wäre Daphne Punkt. Fühlen Sie sich diskriminiert als Frau bei dem internen Poststreit mit Herrn Müller? Das hatten wir ja gerade ein bisschen angequatscht, aber vielleicht eine kurze Antwort trotzdem noch mal dazu, wenn möglich. Ich sehe das nicht als Frau-Mann-Ding für mich, sondern ich sehe das einfach so, dass ich mir jetzt einfach, ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe nur gesagt, ich weiß nicht, ob man anders gehandelt hätte, wenn ich jetzt nicht eine Frau wäre, das weiß ich nicht. Wie hätte man anders gehandelt? Bitte? Wie denn? Wie wäre es dann anders gewesen? Nee, ich weiß nicht, ob bei einem Mann genauso gesagt worden wäre, ja, ich gehe jetzt trotzdem in den Wahlkreis. Keine Ahnung. Verstehe. Okay, okay. Ich lese zwischen den Zeilen. Letzte Frage, Julia Berlin, wie stehen Sie zur Frauenquote? Das wurde vorhin auch kurz angetickert, trotzdem noch mal. Ich bin ganz klar für Frauenquoten. Ich war nie ein Fan, aber jetzt sehe ich, wie notwendig sie sind. Wir kommen echt nicht weiter bei ganz vielen. Das muss man leider sich irgendwann eingestehen. Ne? Ich bin nämlich genauso. Ich denke auch so, aber immer der Frauenquote, was ein Unsinn. Aber das Traurige ist, wir kommen nicht ohne aus.